Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avatar The Game. Ja, endlich mal wieder etwas aktuell, beziehungsweise spiele ich es mal wieder. Und zwar haben wir nämlich das letzte Mal Avatar gespielt am 7.8.2012 um 11:30 Uhr. Ja. Wie man schon merkt, das sind über 2 Monate her, seitdem ich das Spiel jetzt mal wieder gespielt habe. Da ich so viele Parts im Voraus aufgenommen habe und dann auch mein Portal Let's Play gestartet habe, wo ihr auch reingucken solltet. Ist lustig und schwer. Ich find's schwer. So nachzudenken und so reden. Egal. Ja. Dann, für was ich jetzt eure Meinung brauche, ist, ich will wissen, ob ich an- oder abmoderieren soll, wie immer schon in Avatar und in allen anderen Let's Plays. Oder ob ich durchgängig einfach aufnehmen soll und das dann ganz am Anfang Begrüßung und ganz am Schluss halt der Schluss. Ja, das würde ich euch gern fragen und schreibt es in die Kommentare. Dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Ich habe mir zwar den Part angeguckt nochmal kurz. Und da haben wir, glaube ich, nochmal ein Lied gesammelt, wenn ich mir. Net Gun, wenn ich mir. Ach, keine Ahnung. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann denke ich mal, dass wir jetzt mit dieser Frau reden müssen und dann wieder Die rumsingen. Hoffnung für unseren Clan wächst. Wir sind kurz davor, den verlorenen Seelenbrunnen zu sehen. Berichte, was Iva dir mitgeteilt hat. Das hoffe ich. Wenn wir ihn nicht bald finden, wird dieser Planet dem Erdboden gleichgemacht. Der Wald wird heilen. Und die Herzen der Leute ebenfalls. Doch jetzt, bitte, das Ja, hatte ich recht, dass wir doch noch mal mit der singen müssen. Das sind echt kurze Lieder, immer fällt mir gerade auf. Viele aus dem Volk glauben an dich. Aber trotzdem fürchten einige den Tatutgeist in dir. Lass mich raten, Beidamo. Er gibt dir für vieles die Schuld. Er sieht dich nicht, er sieht nur Tod. Suche nun Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise leiten. Ein Lied fehlt Ein Lied noch, okay. Mission abgeschlossen. Der Typ hier. Jetzt reist du nach Xanitar. Besorge das letzte Lied. Sei vorsichtig. Beidamo ist dabei, die Hoffnung aufzugeben. Falls du scheiterst, wird er sich gegen dich stellen. Ach, der Typ ist doch sowieso schon gegen Sein mich. Problem, wenn er nicht sieht, dass wir auf derselben Seite stehen. Sei auf der Hut. Viele glauben, du wärst die Nyave Mokri. Beidamo glaubt das nicht. Er schärft seinen Speer. Cool. So. Xaniator. Ja. Waren wir da nicht schon mal, wo wir Monika kennengelernt haben und dann mit ihr dort diesen Flugunterricht gemacht haben? Kann es sein? Nee, doch nicht. Aber es sieht so ähnlich aus. Naja, in Avatar sieht alles ähnlich aus, aber egal. Danke, Monika. Ach, so viel Reden Ich hier. habe nicht aufgegeben. Wo ist der Splitter? Im Osten, wo eine Himmelsmaschine abgestürzt ist. Geh, geh mir aus den Augen. Okay. Ah, wir machen schon mal die Karte mit Tab, gell? Okay, da müssen wir lang. Gut, 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 gut. Dann ist hier wahrscheinlich auch so schon richtig der Krieg ausgebrochen zwischen den Menschen und den Avatar. Also so spürhaft hat der Krieg dann angefangen. Ah, wie die immer hier diese Pferde angreifen.
Wie viele sind es? Ah, Schlange her. So, Leute. Ihr wisst doch, dass ich gerne Guild Wars 2 spiele, ne? Oder immer noch. Immer noch und immer wieder gerne spiele. Und da habe ich mit meinem Hauptcharakter die Story durchgespielt. Oh, das war so episch. Ich wollte erst ein Video machen zu der Abschlussquest. Aber, weil ich dann gemerkt habe, dass es eine Instanz ist, habe ich es dann lieber gelassen. Weil natürlich auch andere Leute dabei sind und ich keine Lust habe, von denen immer sagen, ja, willst du dein Video mit sein? Und wenn nicht, muss ich die Gruppe verlassen. Da hatte ich einfach keine Lust drauf, da ich einfach die Story dann beenden wollte. Ja, und dann war das halt, ja, da ging es ja um den Drachen, Seitan, der die ganze Plage begonnen hat oder mit dem es angefangen hat. Ja, und dann musste man halt irgendwie auf dem Schiff gegen seinen Mund, gegen seine Augen, stellt man sich jetzt bestimmt komisch vor, aber es waren einzelne Gegner, musste man kämpfen, dann noch auf einem Schiff gegen insgesamt drei normale Drachen, glaube ich, gegen zwei Zwillinge und einen alleine. Und am Schluss gegen Seitan. Also der Weg zu dem Seitan, also zum Endgegner, war echt schwer und auch wirklich episch mit den ganzen, wie das alles gemacht ist. Aber der Endkampf, der war so langweilig, man musste, okay, das war, ja, man musste den halt mit Kanonen abschießen, ne? Und ist ja klar, dass die Gruppen sind nur mit fünf. Also fünf Leute kommen in eine Gruppe. Und es gab aber nur vier Kanonen, die auf den Endboss schießen können. Und dann war ich natürlich der Einzige, der keine Kanone hatte und konnte da nur rumstehen und konnte halt nichts machen und hab den anderen zuguckt. Und der eine hat auch im Chat geschrieben, das ist einfach stupides Eins drücken, weil man bei der Kanone immer nur eins drücken musste und der sich nicht gewehrt hat, richtig. Der hat immer nur zwar so AOEs gemacht, aber die haben vielleicht, was weiß ich, 1000 Schaden gemacht und das ist nicht viel. Ja, und dann war das halt voll nicht episch, der Endkampf. Und ja, aber dann am Schluss, als man dann von den Leuten da gefeiert wurde, von den Menschen und von den anderen Rassen, oh, das war so episch, da ist man halt in so ein Fort, in deren Basis oder wie auch immer, ist man zurückgekehrt und es gibt halt drei verschiedene Organisationen, einmal der Orden der Gerüchte, die Wachsam und die Abtei oder so. Ich bin der Orden der Gerüchte beigetreten, falls jemand interessiert. Und dann halt haben die einen gefeiert. Und am Schluss ist man mit so einem Silvari halt. Das war halt sein Oberchef, der war der ganze Leiter von der Aktion, obwohl der nicht beim Endboss dabei war, was ich voll nicht verstanden habe. Ja. Und dann kamen halt noch die anderen Helden von der jeweiligen Rasse. Und es war halt voll episch, weil dann auch dieser, das heißt immer Ost, das heißt glaube ich offizieller Soundtrack. Und da wurde dann halt gespielt am Schluss. Und das Lied ging irgendwie so 5 Minuten oder so. Und dann stand ich da einfach in dieser persönlichen Instanz drin und habe dann nur gewartet, weil das Lied einfach so episch war. Und ich so, nein, ich will noch nicht gehen. Das Lied ist so episch. Und dann bin ich in diesem Ding einfach drin geblieben und habe mit den Kopfhörern so voll begeistert vom Bildschirm gehockt. Und dann war es vorbei und dann bin ich auch rausgegangen. Und dann habe ich mir den Soundtrack auch von iTunes da gekauft. Ja. Ach, so episch. Ja. Wie jetzt gesagt, wir nehmen heute mal Durchgänge auf, mal gucken, wie es euch so gefällt. Mal gucken, wie es mir so gefällt. Aber bei den 10-Minuten-Parts bleibt es immer noch da. Also ungefähr 10 Minuten. Weil 15 Minuten werden beim Rendern zu viel Megabyte. Weil ich nicht mehr mit Mega render. Und ich erkläre auch gleich warum. Du lebst. Hast du deinen Splitter? Ich bin nicht sicher. Habt ihr gehört? Die Erststimme ist nicht sicher. Wie können wir verlieren? Wie viele Krieger müssen für dich sterben? Du verdienst den Tod.
Die Tatut untersuchen im Westen einen Splitter. Geh! Sonst strecke ich dich persönlich nieder! Es reicht, Beidamo. Diese Lieder sind unsere einzige Überlebenschance. Ah, beschießen kann ich hasse also. Ich renne nicht mehr mit Migai, weil... bei jedem... Also jetzt ist es so, dass bei jedem Renderprogramm einfach der Prozessor ganz normal ausgelastet ist und der CPU einfach normal heiß, warm, wie auch immer ist. Aber bei Migai ist es so, dass er wirklich alle Kerne beansprucht und dann Entschuldigung. Und dann überhitzt halt mein PC und dann ja ist es halt ein bisschen kacke, weil ich nicht will, dass mein PC überhitzt oder dann deswegen abstürzt. Ja, deswegen rendere ich jetzt wieder mit Cyberlink Power Director 10. Und ja, auch wenn es lange Hochladezeiten beinhaltet mit der Qualitätseinstellung, die ich habe, ist mir aber recht egal, da komischerweise so ein Part von Migai auch in einer Stunde hochgeladen ist. Mit, was weiß ich, mit 500 oder 400 MB.